Zuletzt bei Super Mario Sunshine. Mit Bravour absolvierten wir die wohl zwei schlimmsten Missionen des Spiels und konnten uns damit zwei weitere Insignien auf der Jagd nach den 100% verdienen. Anschließend retteten wir viele Palmas aus dem gefährlichen Lavaschleim und konnten Mario Morgane das Handwerk legen. Nun hat er ganz Piazzale Delfino geflutet. Wisst ihr noch, wie beim letzten Mal die gesamte Hauptstadt geflutet war? Ich habe es mal eben beseitigt. Falls ihr euch interessiert, wie das geht, betretet einfach kurz das finale Level und verlasst es dann wieder. Ich habe das offscreen gemacht, weil ich euch damit nicht spoilern wollte, denn wir haben heute noch eine 100-Münzen-Mission und eine rote Münzen-Mission für uns. Die letzten zwei, ja, wie soll ich sagen, mehr oder weniger normalen Insignien, die wir zu erledigen haben. Und heute komme ich endlich dazu, euch die ein oder andere Geschichte zu erzählen oder ja, die eine oder andere Sache zu erzählen, die man so in Clubs erlebt. Ich wollte euch das ja schon mal erzählen. Allerdings habe ich dann zu dem Zeitpunkt gemerkt, oh je, ich habe ja gerade gar keine 100-Münzen-Mission vor mir, die ich erledigen kann. Und ich frage mich auch jetzt gerade wieder, ob das hier das richtige Level für die 100 Münzen ist. Ich kann euch die Frage nicht beantworten. Oh mein Gott! Aber ich glaube, wir kümmern uns erstmal um die 8 roten Münzen, bevor wir uns um die 100 Münzen kümmern. Ich habe keinen Scheißplan. Ich habe wirklich keine Ahnung, wo die roten Münzen sind. Ich kann euch das nicht beantworten. Ne? Aber wie gesagt, in beiden Fällen laufe ich einfach nur rum und suche. Dementsprechend können wir, glaube ich, hier ganz entspannt über das ein oder andere Thema reden. Ja, ich wollte euch einfach so ein bisschen erzählen von so typischen Abenden in Clubs, wie man sie erlebt. So egal, ob man jetzt Fahrer ist oder ob man selber sozusagen feiert und trinkt. Erstmal muss ich persönlich sagen, egal ob ich Fahrer mache oder ob ich selber feier und trinke, so Spaß habe ich eigentlich immer. Ich kann als Fahrer zur Musik tanzen, mir macht Tanzen wirklich Spaß. Und ich kann aber auch als, ja, Drunken-Hübi gut zur Musik tanzen. Also dementsprechend macht es für mich wenig Unterschied, tatsächlich, ob ich trinke oder nicht. Ich sag mal, wenn ich trinke, dann ist wirken halt banalere Sachen witziger. Also meistens, sage ich mal, haben Ausflüge in den Club, wo ich trinke, eine höhere Erfolgschance, dass witzigere Dinge passieren. Beziehungsweise, dass ich es witziger wahrnehme oder auch, dass ich mich dazu hinreißen lasse, lustigere Dinge zu tun. Aber nochmal, um das hier nochmal klarzustellen, also wenn meine Jungs sagen, hey, sie wollen trinken, Hübi, machst du Fahrer? Dann würde ich immer ja sagen. Immer, wirklich. Weil ich auch als Fahrer sehr viel Spaß haben kann. Mit Tanzen meine ich nicht, dass ich dann im Club stehe und anfange hier Walzer und Cha-Cha-Cha und so zu tanzen. Also es ist einfach ganz normales Rumgefuchtel mit den Händen und mit den Armen. Aber mir wurde jetzt schon öfter gesagt, auch wenn ich das irgendwie selber nicht so ganz nachvollziehen kann, dass ich wohl ganz gut tanze. Also viele sagen, sie haben immer voll Spaß mit mir im Club, weil ich tanze. Ich sag mal, der Unterschied ist, glaube ich, warum das bei mir so gravierend krass in Anführungszeichen wirkt, ist, also ich habe halt keine Probleme, mich einfach zu bewegen. Ich weiß nicht, ob es richtig oder ob es falsch ist, aber ich sag mal, ich habe ein bisschen Takt im Blut. Ich meine, ich habe Schlagzeug gespielt 3 Jahre lang, so ich habe ein gewisses Taktgefühl und dann mache ich halt einfach Bewegungen, die ich in Musikvideos sehe, die ich mir bei anderen im Club abschaue, die... Habt ihr das gerade gesehen? Ich habe diesen Pollen gegriffen, ne? Bin daraufhin wieder runtergefallen in die Welt und gestorben. Was zum Fick? Irgendwelche höhere Mächte wollen, glaube ich, verhindern, dass dieses Projekt endet. Aber ich habe die Macht des Schnitts. Was wollt ihr gegen mich tun? Kurzer Fun Fact. Dieses Schild sieht doch relativ interessant aus, oder? Palma Geysir geöffnet, belebt Geist und Seele und so weiter. Ne, das ist ganz cool. Ist eine blaue Münze drin. Keine Worte. So, hier wären wir wieder. Hier unten ist noch eine rote Münze. Die nehme ich noch mit. Und dann holen wir uns diese unfassbar gefährliche Münze an diesem Baum. Und ich möchte mir keinen dieser Pollen greifen, dass ich hier in die Erde reinglitsche und dabei sterbe.
Danke, darauf kann ich verzichten. Ich möchte einfach nur entspannt weiter meinen Stuff sammeln. Holy shit, was ist da gerade passiert? Ich glaube, hier oben ist auch noch eine rote Münze. Ich erinnere mich nämlich, dass hier so ein Podest war. Ich habe gesagt, hä, warum ist da ein Podest? Da ist doch gar nichts. Und lol, hier ist wieder nichts. Das ist hier einfach so. Die haben hier einfach so ein Podest hingepackt. Ich check das nicht. Warum macht man sowas? Einfach random ein Podest, auf dem einfach nichts und wieder nichts ist. Also ich finde das komisch. Wenn ihr mich fragt, aber... Na, was soll's? Mich fragt hier keiner. Mich fragt sowieso niemand. Okay. So, wir müssen jetzt noch ein bisschen hier wieder auf die große Palme. Da ist nämlich immer Rambazamba. 100 Münzen mache ich wann anders. Nicht jetzt. Da steht immer noch die Insignie. Die unfassbar unfaire Insignie. So. Hier haben wir schon mal Nummer 6. Ich glaube, Nummer 7 wird da drüben auf den Wolken sein. Kann ich mir zumindest vorstellen, dass da was ist. Ich weiß es nicht. Aber dann fehlt halt immer noch Nummer 8. Das ist das Problem. So, aber ich werde jetzt einfach so einen Pollen greifen. So. Und dann warte ich auf die nächste Windböe, die mich darüber auf die Wolken schleudert. Und dann hoffe ich einfach mal, dass da eine rote Münze ist. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Aber es würde mich wundern, wenn... Hier ist tatsächlich nichts, oder? Hier ist halt wirklich nichts. Das ergibt da vorne und hinten keinen Sinn. Die Wolke schrumpft wieder. Aber ich kann von hier mal so grob gucken, wo noch was sein könnte. Aber die machen einfach Wolken in die Ferne und packen einfach nichts drauf. Das passt doch nicht. So, ich werde da mal runterhüpfen. Ne, hier ist really nothing. Hier ist einfach gar nichts. Ich finde das komisch. Naja, was soll's? Wie schon erwähnt. Mich fragt ja keiner. Jetzt will ich erstmal wieder lebend zurückkommen. Okay, das hat funktioniert. So, mir fehlen noch 2 rote Münzen. Eine habe ich noch eine Vermutung, wo sie ist. Und zwar hier in der Mitte. Irgendwo hier drin, an der Quelle vielleicht oder so. Schön wäre es gewesen. Dem ist nicht so. Okay, vielleicht noch auf irgendeinem Pilz drauf oder so. Wir haben ja nicht alles abgesucht. Wir haben ja noch längst nicht alles abgesucht, aber... Was, 2 fehlen, finde ich doch schon ein bisschen erschreckend. Auf irgendeinem Pilz eine rote Münze? Tatsächlich gar nicht? Ich werde mal hier auf die große Palme in der Mitte gehen und das hat nicht so ganz funktioniert. Okay, jetzt wird's tricky. Vielleicht hier irgendwo mitten in den Leuten, random platziert vielleicht, die hier alle schön feiern. Ich hätte auch Bock auf Feiern, so ein bisschen Gin Tonic trinken und einfach das Leben genießen, so. Aber in der Unterwelt haben sie irgendwie auch nichts hingepackt. Gott verdammt! Aber Moment mal. Wir haben doch noch ein Thema. Wir haben doch noch ein Thema, über das ich reden wollte, was ich jetzt irgendwie wegen dieses Fails und allem drum und dran komplett aus den Augen verloren habe. Holy shit. Tut mir leid. Ich werde noch kurz die 2 roten Münzen sammeln und dann quatschen wir weiter, okay? Oh, lol. Okay, Moment mal. Hier ist eine. Okay, Moment. Sich von den Wespen stechen lassen, dass man kurz unverwundbar ist und dann dahin. Nicht, dass ein Stechen mal dann in den Abgrund fällt. Puh. Okay. Wusste ich doch, dass hier unten was sein muss. Da drüben, auf dem Gitter, ist die letzte rote Münze, Friends. Yay! Okay. Und das erklärt jetzt auch die Existenz der Wolken, ne? Da erscheint einfach die Sprite. Da erscheint einfach die Shine-Sprite, wo wir hin müssen. So, da müssen wir nur noch heile hinkommen, aber das sollte eigentlich auch kein Act für uns sein. Auf geht's, Wind! Trage mich dahin, wo ich hin will. Und zwar zur Sprite. Please. Ja. Guter Wind. Guter Wind. Entspannter Wind. Gut bist du. Und da ist die Insignie für die roten Münzen hier. Und bald ist hier Schicht im Schacht. Aber jetzt kümmern wir uns auch um die 100 Münzen. Aber dafür muss ich nochmal eben was nachschauen.
Alles klar, ich habe nachgeschaut, welche Mission am besten für die 100 Münzen ist und ich habe öfteren gefunden, ne? Dass Mission 5 die Mission ist, in der wir sozusagen den meisten Stuff kriegen. Oh ja, das sieht doch schon gut danach aus. Mir ist bewusst, dass mir noch 3 blaue Münzen fehlen, aber keine Sorge, die werde ich noch snacken, ne? Jetzt kümmern wir uns erstmal um die ein oder andere Coin, die hier unten ist, ne? Es fängt allein schon hier an. Pro Pilz, 5 Münzen, holy shit. Okay, wir waren aber beim Club-Thema. Ich habe nämlich gesagt, so, ja, ne? So, ich glaube, dass ich ganz gut tanzen kann, aber das liegt wirklich einfach nur daran, dass ich, glaube ich, ein bisschen Rhythmusgefühl habe, aber das ist ja wirklich kein Stress. Du musst einfach nur dem Bass folgen, der dir dann die Ohren dröhnt im Club. Und ich mache halt einfach die ganze Zeit irgendwelche Moves, die ich entweder in irgendwelchen Musikvideos sehe, die ich bei anderen sehe, die gut tanzen können. Also ich kopiere mir einfach so meinen Tanzstil zusammen. So von dem ein bisschen, von da ein bisschen. Und dann bewege ich mich einfach zum Beat und dann sagen Leute immer, boah, du kannst brutal krass tanzen, Digga. So, es ist wirklich nicht so krass. Also jetzt ernsthaft. Aber wenn die Leute das sagen, dann freut mich das natürlich so, ne? Natürlich der Letzte, der sagt, nein, ich kann nicht tanzen. Ich, keine Ahnung, wenn Leute das sagen, dann sagen sie es ja nicht ohne Grund. Dann sage ich halt so, danke. Aber ich sage dann auch immer, dass ich das nie gelernt habe oder so. Aber das ist wirklich kein Stress. Also scheut euch nicht, wenn ihr irgendwann mal in das Alter kommt, dass ihr vielleicht mal feiern geht. Scheut euch nicht zu tanzen. Ihr müsst ja nicht das Tanzbein schwingen und vierfache Backflips machen und euch so krass zur Musik drehen und wenden und was weiß ich, alles drum und dran. So bewegt euch einfach, wie es euch in den Sinn kommt und das ist gut. Das ist richtig so. So, und die muss ich, oh nein, nicht so töten. Moment mal, die kann man doch irgendwie töten, ne? Dass da 3 Münzen rauskommen, oder? Tatsächlich nicht. Ich dachte irgendwie, dass man die töten kann, dass da 3 Münzen rauskommen. Aber sieht irgendwie nicht so aus. Okay, so nicht. Aua. Oh man, die sind so schwer zu treffen, ne? Aua. Die Hitbox von denen ist... Oh, lol, jetzt kommen 3 raus. Okay, ich muss doch auf ihrem Kopf landen. Jetzt kommt wieder eine raus. Okay, vielleicht ist das... Doch, vielleicht ist das Pocky-abhängig, wie viel Cash daraus kommt. Aber ist ja nicht schlimm, ne? Also das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Aber natürlich auch, wenn ich was getrunken habe, dann ist... So, dann bewege ich mich einfach. So, dann habe ich den Rhythm im Blut, ja. Dann ist Feierabend. Dann können alle einpacken, die professionellen Tanzkurse oder so gemacht haben. Dann betritt Daddy die Tanzfläche und dann könnt ihr alle einpacken. Ja, worauf ich aber eigentlich raus wollte. Also grundsätzlich, das Erste, was passiert, wenn ich im Club gehe, der Türsteher fragt mich erstmal mal richtig dumm nach meinem Ausweis, weil ich einfach ohne Bartwuchs und mit meinem nicht sonderlich kantigen Gesicht einfach aussehe wie 12. Das hat mir ja schon des Öfteren in Livestreams thematisiert, wenn Leute mich mal gefragt haben, wie alt bist du? Und mittlerweile muss ich ja sogar schon sagen, 21. Und dann, Digga, du siehst nicht so aus, du Milchgesicht. Und dann denke ich mir so, ja, aber das Milchgesicht hat 5-mal mehr Lebenserfahrung und ist 10-mal klüger als du, also halt die Schnauze. Ja. Ich frage mich gerade, ob in diesen Kisten Geld drin ist. I don't know. Sieht nicht so aus. Ja, also das ist grundsätzlich mal das Erste. Dann gibt man seine Jacke an der Garderobe ab. Grundsätzlich arbeiten bei uns im Club an der Garderobe eigentlich fast nur unfreundliche Menschen. Einen gibt's, der ist super witzig, der macht eigentlich immer so ein paar Scherze mit ihm und so weiter. Der ist halt noch nicht so angepisst von den ganzen Betrunkenen oder von den ganzen Assis, die da rumlaufen. Ne, es gibt ja die Betrunkenen, die einfach nur deswegen Assi sind. Es gibt einfach Leute, die in den Club gehen, nur um zu pöbeln. Ich kenne viele davon, die gehen in den Club, um Stress zu machen. Ne, so jeder hat seine eigenen Hobbys. Geht fit. Also man gibt dann da seine Jacken ab und so weiter und dann ist eigentlich direkt erster Move ist direkt zur Bar. Hallo Freunde, gebt mir was zu trinken. Und das kann ja wirklich alles sein. So, wenn man Fahrer ist, dann trinke ich halt immer so ein Wasser. Das ist ganz cool, die haben da so Wasser mit Koffein. Einfach Koffeinwasser, also einfach Wasser, was dich fit hält und die kühlen das nicht im Kühlschrank gefühlt auf minus 800 Grad runter. Ist mega geil, ist wirklich die ganze Zeit kalt, auch wenn du es länger in der Hand hältst. Ja, und wenn man nicht Fahrer ist, dann entweder Gin Tonic an der Tonic Bar, aber ich muss sagen, der bei uns im Club, der Tonic, der ist echt ziemlich räudig, muss man wirklich zugeben. Das ist wirklich kein leckerer Tonic. Also so, ich sag mal, so langsam entwickle ich doch so einen Gaumen, sag ich mal, sodass ich guten von schlechten Gin unterscheiden kann. Und der da im Club ist halt absolut räudig. Also empfehle ich nicht. Also
So, eigentlich wenn, dann trinke ich immer irgendwas mit Bitter Lemon, weil ich Bitter Lemon super lecker finde. So, das ist einfach was, das überdeckt den ganzen Geschmack. Und es schmeckt einfach alles nur, egal was du reinmischst, nur nach Bitter Lemon. Und das finde ich einfach nur sau lecker. Ich mag Bitter Lemon echt gerne. So, ich muss mich jetzt nur konzentrieren, dass ich die ganzen Münzen hier bekomme. Weil die verschwinden relativ schnell, aber so ist natürlich die 100-Münz-Mission ja kein Stress. Ja, und dann trinkt man da ein bisschen was, meistens quatscht man dann immer noch ein bisschen. Ja, und dann geht's ab auf die Tanzfläche. Also der Club, in den ich mal gehe, der hat sozusagen vier Floors oder vier Areas, wo man hingehen kann. Es gibt die Main, wie es der Name schon sagt, es ist so die Hauptarea. Da tritt einfach immer sozusagen der Haupteck des Abends auf. So manchmal kommt irgendwie ein Rapper vorbei, zum Beispiel jetzt Capo kam vorbei, falls euch das was sagt, ist ein relativ namhafter Rapper. Dann Capital, also es kommen eigentlich teilweise in regelmäßigen Abständen echt gute Rapper. Also der Besitzer von dem Club muss mir echt ein paar ganz gute Kontakte haben. Oder es juckt ihn einfach nicht, dass er die Acts für übelst teures Geld bucht. Keine Ahnung, wie viel Umsatz der Laden macht. Kann ich nicht einschätzen. Aber das ist so die Main. Da chill ich mal. Also meistens so, ich sag mal, wenn da jetzt kein besonderes Event ist, dann ist da einfach so der DJ, der Haupt-DJ, der da die Mucke macht. Ist eigentlich relativ entspannt. Und ansonsten tritt da halt der Act auf, der auftritt. Dann gibt's noch die Fame. Das ist sozusagen, da spielt sozusagen immer die Musik, die den ganzen Abend irgendwo anders vertreten ist. Und meistens ist es halt so Mucke, die jetzt, ich sag mal, nicht so allgemeine Beliebtheit genießt. Sei es jetzt irgendwie, wenn in der Main danke. Also wenn in der Main Elektro spielt, dann spielt in der Fame meistens so Black Music, so R&B, Hip-Hop, der ganze Stuff. Und wenn halt, ich sag mal, also es spielt eigentlich immer so das Gegenteil zu dem, was in der Main spielt. Und wenn in der Main halt, ich sag mal, ein Hip-Hop-Act ist oder ein DJ da ist, der eher so Black Music, R&B spielt, dann spielt in der Fame meistens immer so richtig Hardcore-Elektro. Es ist so Drum and Bass und Hardstyle und so alles in die Richtung. Oh lol. Ich hab einfach schon die 100 Münzen, das ging ja sauschnell. Ja, oh Gott, verdammt, ich komme einfach gar nicht zum Punkt, worüber ich mit euch reden will. Ja, okay, ich hab gar nicht auf die Münzen geschaut. Ich hab wirklich nicht auf die Münzen geschaut. Und auf einmal, ja übrigens, du hast die 100 Münzen voll. Alles klar. Okay. Ja, und dann gibt's auch das Stadel. Da spielt einfach Schlagermucke, ne, einfach so Schlager, so ich sag mal. So eher so Bierzelt Mallorca-mäßig. Und dann gibt's auch das Avalon. Da hängt einfach die Assis der Assis ab. Da hängen die Kanaken und da hängen die Deutschrap-Fans. Normalerweise von der Mucke her müsste ich da auch abhängen. Das Ding ist allerdings, dass da so voll ist und so eine aggressive Stimmung ist, das macht selbst mir keinen Spaß. Das ist nicht schön. Aber uns fehlen jetzt hier noch 3 blaue Münzen und die werde ich jetzt noch eben abholen gehen. So, ich habe euch übrigens angelogen, Freunde. Uns fehlen nur noch 2 blaue Münzen. Ich habe ja die bei dem Schild schon geholt. Die habe ich vollkommen vergessen mitzuzählen. Die erste blaue Münze gibt es hier in Rette den Bürgermeister. Und dafür müssen wir hier unter dem Schleim irgendwo was finden. Und ich glaube, ich habe es auch schon gefunden. Ne? Richtig, hier unter dem roten Schleim ist ein riesiges M versteckt. Und wenn wir das wegmachen, dann bekommen wir dafür eine blaue Münze. Und jetzt hätten sie noch eine einzige blaue Münze. So, da ist ein blauer Vogel in der letzten Mission, in der Münzjagd beim Pappusfest. Und ich wusste eigentlich, dass der da ist, bloß ich habe es vorhin echt vercheckt, den zu holen. Und damit haben wir auch hier alle blauen Münzen. Und damit haben wir diese Welt hier komplett abgeschlossen. Und damit haben wir alle Welten komplett abgeschlossen. Freunde, haltet euch bereit. Beim nächsten Mal kommt der letzte Part von Super Mario Sunshine. Wenn euch darauf freut, dann lasst diesem Video einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Mal zum Finale von Super Mario Sunshine. Haut rein, euer Hübi.